Tapferkeit ist Furcht, die nur eine Minute länger zurückgehalten wird. General George S. Patton. Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren Part Call of Duty 2. Nachdem ich jetzt die letzte Panzerschlachtmission noch an den letzten Part angeschnitten habe, würde ich sagen, können wir jetzt fortfahren mit der nächsten Mission. Let's go. 1943, 17. Januar, 8.30 Uhr, Libyen, sonnig, leicht windig, 25 Grad in Libyen. Auch hier im Januar schon 25 Grad, ist halt schon heftig, ne? Das Afrikakorps zieht sich nach Tripolis zurück, zur letzten größeren Versorgungsbasis dieser Region. Unser Ziel ist es, durch die Verteidigungen zwischen hier und Tripolis durchzubrechen und die Deutschen so zu zwingen, diese wichtigen Versorgungsgüter aufzugeben und sich nach Tunesien zurückzuziehen. Für diese Mission wurden wir mit besserer panzerbrechender Munition ausgestattet, aber dennoch müssen wir sehr nahe an den Feind dran, um maximale Wirkung zu erzielen. Panzerkommandant David Welch. Das Ziel. An der nächsten Kante sind einige 88 mm Panzer. Der 88er kam. Die Zebra-Gruppe in den Shermans wird sie beschäftigen, während Fox und Baker die linke Flanke umfahren und sie von der Seite treffen. Kommandeure, melden Sie sich. Baker One bereit! Fox One bereit! Zebra One zeigt es Ihnen! Baker und Fox, panzerbrechende Salven laden und schnell vorrücken. Viel Glück, Leute! Ich wusste gar nicht, dass wir als Briten mit Shermans unterwegs sein werden. Fuck, haben die das damals auch so gemacht? Sherman-Panzer steht doch da. Krass. Und das sind die Crusader. Was haben wir denn jetzt für einen Panzer? Haben wir auch Sherman oder... Ah ne, wir haben einen Crusader, glaube ich, ne, nach wie vor. Interessant. Wusste ich gar nicht. Ja doch, wir sehen ja, wir haben die Antenne links von uns. Ihr seht auch hier bei Smokey, der hat auch so eine Antenne. Wo ist denn unsere Lucky Lucy eigentlich wieder? Die haben wir jetzt hier nicht am Start. Schade. Aber dann folgen wir der Höllenkatze hier. Sie haben uns entdeckt! Ruhig. Was ist in der Reichweite? Fast da. Feuern, wenn bereit! Zerstören Sie die Panzerabwehr! Wiederhole! Feuern, wenn bereit! Bin bereit! Geh kaputt! Will nicht! Jetzt haben wir ihn. Den vor uns sehe ich gerade noch nicht. Oh, der ist schon kaputt. Achso, wir sollen folgen. Ja, ja, ich verstehe. Hier drüben sind, glaube ich, noch welche. Jo, was war das? Haben wir den? Der hatte eine Panzerschreck, glaube ich, ne? Das ist also der 88er Kamm. Na komm, kaputt hier. Oh, hier sind noch feindliche Panzer. Ziel im Visier. Ey, der hat uns aber auch im Visier. Oh, ein Schuss noch und wir sind KO. Oh shit. Ich kann nicht fahren. Wieso kann ich nicht fahren? Ah, jetzt. Den Graben haben wir. Der Panzer regeneriert sich auf jeden Fall nicht so schnell, wie man sich das wünscht. Bams, machen wir den mal fertig hier. Da unten ist auch noch ein Lager. Okay, wir fahren weiter am Kamm entlang. Untouchable und wer ist noch mit uns am Start? Jerry's Medicine, alles klar, die anderen beiden folgen irgendwie noch. Unten haben wir noch ein paar Shermans. Komm, wir fahren einfach drüber. Soll der Geiz. Panzer kommen über den Kamm!
Boah, so weit kann der aber glaube ich nicht schießen, oder? Ich versuch's mal. Putz. Boah, das war schon viel zu weit. Panzer direkt voraus. Jawoll! Shit, wir haben nicht erwischt. Panzer direkt vor uns! Baker One, kommen Sie zurück! Die Musik, ey, ich feier das. Sammeln? Wieso sammeln? Wir müssen doch hier noch. Und da ist der andere Panzer. Au! Nice. Ein bisschen schwierig hier zu wenden immer. Habe ich jetzt getroffen? Wahrscheinlich nicht. Nice. Ja, den packen wir uns noch. Ich glaube, wenn man auf den Tank schießt, sind die instant KO, ne? Nicht so wie bei Battlefield. Ja, stimmt. Die sind echt relativ schnell down, wenn man da hinschießt. Hinter uns scheint noch irgendwas zu sein, was wir noch nicht gesehen haben. Frag mich nur was. Ah. Negativ, Sir. Keine Ziele. Ausgezeichnete Arbeit, meine Herren. Verteidigungspositionen einnehmen und Gefangene zusammentreiben. Gefangene zusammentreiben. Alles klar, machen wir das doch mal. Oder warte mal. Achso, nee. Okay, wir sind auch schon wieder fertig. Heftig, wie schnell das geht. Eines Tages wird die Wissenschaft eine Maschine oder Kraft erfinden, die derart schrecklich und beängstigend ist, dass selbst der Mensch... Achso, das hatten wir schon mal gelesen, das Zitat kennen wir schon. Von Thomas Edison. Missionsauswahlmenü. Panzergeschwader. Haben wir schon fast fertig, glaube ich. Also nur die beiden jetzt hier. Ich sehe gerade, weiter unten gibt es noch zwei Missionsziele. Achso, hier, das ist das doch. Zentral-Tunesien, okay. Das letzte Gefecht. Alles klar. Auf Söldner in Tunesien 1943. Tunesien 1943. Die Alliierten gewinnen an Boden und drängen das Afrika-Korps zur Maret-Linie, einer 35 Kilometer breiten Verteidigungslinie im östlichen Tunesien. Nach dem Verlust seiner Hauptversorgungsbasis in Libyen bereitet sich das Afrika-Korps auf die Verteidigung zu beiden Seiten vor. Es sitzt zwischen den amerikanischen Einheiten im Westen und den Truppen des britischen Commonwealths im Osten fest. Trotz dieses Vorteils müssen die Alliierten Vorsicht walten lassen, da das Gelände einen Vorteil für die Verteidiger darstellt. 10. März 1943, 15 Uhr, Tujan, ich muss ganz ehrlich sagen, nach so langer Zeit, das ist meine absolute Multiplayer-Lieblingsmap gewesen. Ich weiß aber immer noch nicht, ob ich die richtig ausgesprochen habe. Sonnig, leicht, windig, 29 Grad. Falls jemand weiß, wie man Tujan oder Tujan ausspricht oder einen Link zu dem Aussprache-Dingsbums hat, kann er mir das gerne schicken. Dann gucke ich mir das auf jeden Fall mal an. Also, wir legen los. Wir hatten in den letzten Tagen nur wenig zu tun und haben unsere Position in Tujan gehalten. Seitdem warten wir darauf, dass der Rest der Division zu uns stößt. Es scheint so, als hätte die Deutschen aus irgendeinem Grund ihre sieben Sachen gepackt und in Windeseile die Flucht ergriffen. Sie ließen dabei intakte MGs, Treibstoff und Munition zurück. Ihre Lage muss langsam aber sicher verzweifelt werden, wenn sie derartige Dinge zurücklassen. Davis, das hier ist keine Übung. Ich dachte, die ziehen sich zurück. Wieso sind die denn jetzt in Überzahl? Wir nehmen euch hier alle mit, Alter. Let's go, Mann. Da kann ich nicht hinzielen. Die Deutschen auf! Alarm!
Junge, wie viele das einfach sind. Sind wir am Panzer? Ah, ne, Halbkettenfahrzeug. Fahr mal da in die Ecke, dann kann ich die Dinger noch mitnehmen. Jo! Alter, was geht hier ab? Das MG ist hinüber. Boah. Womit? Da ist der Empfang abgebrochen. Oh shit. Wie, ich hab den nicht getroffen. Was ist das denn? Alter, Alter, Alter. Oh, da ist das Geschütz. Au. Ne, jetzt habe ich die Granate gegen meinen Kollegen geworfen. Herzlichen Glückwunsch. Was steht der denn da aber auch wie so ein Clown direkt davor, Mann, Alter? Das gibt's doch nicht. Oh, scheiße, ich bin noch gar nicht so weit. Nein. Oh, jetzt sind sie alle tot schon, oder was? Okay. Aber wie kann ich denn jetzt den Panzerwagen hier unter Kontrolle bringen, frage ich mich. Jo. Hallo, ich möchte hier raus. Alter. Ich weiß halt nicht genau, mit was ich jetzt hier, Ach so, mit einer Granate einfach. Okay, alles klar. Ich da jetzt dran? Ah, cool. Jetzt muss ich wahrscheinlich irgendwie Flugzeuge abschießen. Worauf warten Sie zum Teufel? Bringen Sie das Ding in Gang, McGregor! Ich versuche es ja, Sir, aber ich verstehe die Beschreibung nicht. Ach so, okay. Verstehe. John, einfach den Fuß aufs Pedal. Los geht's! Oh Mann. Ist das geil. Ist das ein Puma hier? Sonderkraftfahrzeug Puma? Kann man das denn ausschalten mit dem Puma? Naja, Tatsache. Sehr schön. Oh, der hatte eine Panzerschreck. Ich glaube, den kann man nicht kaputt machen. Jetzt sind wir doch wieder genau an der Stelle, wo wir eben rausgekommen sind, oder nicht? Oh Mann, jetzt fahren wir hier hinten lang, alles klar. Machen wir kaputt hier. Und wir mit. Wo kommen denn die ganzen Panzer? Ich haben wir doch schon. Ja, ja, der ist doch schon längst kaputt, Alter. Er ist schon längst kaputt. Wir wissen doch schon genau, was wir zu tun haben. Oh, da kommt ein Flieger runter. Eine Sackgasse, wenden Sie
Oh je. Das ist aber auch schon eine ziemlich entspannte Mission, muss man sagen. Weil mehr als hier einfach so ein bisschen draufhalten. Oh, das war einer von unseren Noobs. Muss man auf jeden Fall nicht. Ich bin überladen. Überhitzt. Ja, bitteschön, ist auch kaputt. Heftig, Alter, was geht hier ab? Ein Puma gegen die halbe deutsche Armee. Kein Problem. Nach Stukas oder was? Wie fährt denn der McGregor aber auch? Hoch, runter, zurück, links, runter, zurück. Das ist echt. Und die waren so aus, als müsste man sie durchschießen, aber scheinbar doch nicht. Ciao. Hey, wie? Ich bin schuld! Warum? Kann mir das mal einer erklären? Da oben, den habe ich nicht gesehen. Noch nicht so entspannt. Wer ist denn da rum? Uiuiui. McGregor, Mann, was machst du denn da? Fährt da einfach durch die Mine durch. Geil. Der lebt noch. Ui, aua, aua, aua. Au. Das ist nicht gut. Ah. Hier geht's nicht weiter. Oh, das sind unsere. Boom. Oh, ich hab keinen erwischt, zum Glück. Das hier ist die Multiplayer-Map. Hier, das alles. Hier könnte man eigentlich auch normalerweise lang. Jetzt hier scheinbar nicht. Jo. Der schmeißt die einfach wieder zurück. Okay, das haben wir. Heftig, heftig, heftig. Au. Und von vorne haben wir die auch am Hals. Oh, wo kommen die denn alle her? Ich bin tot. Ich bin so tot. Nee, doch nicht. Okay. Digi. Das geht hier ab. Der da drin wird uns locker killen, ey. Oder wir den. Okay, den haben wir. Sehr schön. Einmal alles nachladen. Schnell zum LKW. Let's go. Ich bin am LKW. Ich bin am LKW. Entkommen Sie. Ich bin noch entkommen. Bin ich nicht entkommen? Ich muss noch auf den Rest warten hier, oder was? Alles klar. Machen wir. Es ist töricht und falsch, die Gestorbenen zu betrauen. Das haben wir auch schon alles gelesen. Wir machen eine kleine Pause, Freunde, und sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann und rein. Und wie immer, ciao, ciao.